Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um erste Gedanken zum Sommerinterview mit Björn Höcke beim MDR von heute Morgen um 11 Uhr. Ein ausführlicheres Video, wo ich auf einzelne Passagen eingehe, folgt noch. Björn Höcke hat aus meiner Sicht leider die gleichen Fehler gemacht, die viele AfD-Leute in den vergangenen Monaten in Interviews gemacht haben. Sie haben die Rolle der Altmedien sozusagen als Hauptgegner nicht ernst genommen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie das Motiv nicht verstehen. Sie verstehen nicht, warum diese Leute ein Motiv haben, die AfD zu vernichten. Aber genau das machen diese Leute beständig, seit vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn. Und diese Tatsache, das muss die AfD, das müssen diese AfD-Leute, das müssen sie irgendwann zur Kenntnis nehmen, auch wenn sie das Motiv nicht verstehen. Ich habe ja im letzten Video einige Hinweise gegeben, was Motive sein könnten. Dass in den vergangenen Jahrzehnten sogenannte Linke, Extremisten, die Altmedien unterwandert haben und sie in den letzten Jahren vollständig die normalen Leute herausgedrängt haben. Sie haben das Ziel, die Demokratie abzuschaffen. Und dabei ist ihnen die AfD im Weg. Es geht gar nicht um die AfD, sondern es geht um die Position, die die AfD vertritt. Leute, die nicht in der AfD sind, wie zum Beispiel Hans-Georg Maaßen oder auch sogar Boris Palmer, Tilo Sarrazin, Leute, die vor allen Dingen islamkritische Thesen vertreten, sie werden systematisch schlecht gemacht. Diese Leute wollen Islamkritiker mundtot machen und sie wollen auch Leute, die die Migration verhindern, die unkontrollierte Migration aus dem islamischen Raum verhindern, mundtot machen. Dahinter steht natürlich selbstverständlich die Agenda, hier andere Mehrheiten zu schaffen, mit denen man die Demokratie hier abschaffen kann. Weil es nun mal so ist, dass der Koran mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Aus diesem Grund kann man diese Leute auch nicht links nennen oder auch nicht, meiner Meinung nach, auch nicht Kommunisten nennen, weil der Islam mit Kommunismus eigentlich nichts zu tun hat. Oder wenn, dann hat er nur im negativen Sinne was damit zu tun, dass man eine Minderheit ausgrenzt. Im Islam sind es die Ungläubigen, die dann sozusagen freiwillig sind. Und im Kommunismus sind es dann im schlechten Sinn die Bürgerlichen, die Wohlhabenden, die man dann, die sozusagen freiwillig sind. Es gab ja in den kommunistischen Regimen, das wird ja in den Altmedien, kommt das ja auch nicht mehr so raus, hat ja Millionen, ganz viele Millionen Tote zu verantworten. Nicht nur der Nationalsozialismus, sondern eben auch der Kommunismus. Und deswegen ist es sehr naheliegend, dass diese Systeme verwandt sind, dass sie eigentlich dasselbe sind, dass das Ausgrenzungsschema nur anders ist. Dass die Nationalsozialisten eben das Judentum als Ausgrenzungsschema haben, die Kommunisten, die Bürgerlichen und der Islam eben die Ungläubigen. Natürlich ist es nicht so, dass jeder, der jetzt muslimisch ist, das lebt oder das will, aber das ist im Koran verankert, eindeutig. Und es ist nun mal so, dass der Islam von Nomaden entstammt. Und Nomaden sind Krieger gewesen in der Vergangenheit. Sie haben regelmäßig die Bauern und umliegende Leute ausgeplündert. Sie sind immer umhergezogen, hatten keine feste Heimat und dadurch konnten sie immer leicht plündern und dann wieder verschwinden. Man muss wissen, dass Mohammed ein Nomade war. Und natürlich, so ein Mensch erfindet natürlich eine Religion oder ruft eine Religion ins Leben, die zum Krieg passt, die eine Hintertür schafft, um Krieg zu führen. Und das sind die Ungläubigen im Islam. Man bringt doch diese anderen Leute, die jetzt nicht zu Mohammed gehören, in Bedrängnis. Sie gehören nicht zum Islam, das heißt, diese Leute, Mohammed kommt, und dann sollen diese Leute das verraten, woran sie bisher glauben, also was nicht der Islam ist. Und ansonsten, ja, müssen sie eben sterben, wie das eben vorgesehen ist. Und es ist doch vollkommen klar, dass Leute in einer Notlage ihre Religion nicht, oder das, was sie bisher glauben, dass sie das nicht verraten wollen. Das heißt, man bringt diese Leute in eine Notsituation, wo klar ist, dass sie am Ende nicht konvertieren zum Islam. Und dadurch wird die Voraussetzung geschaffen, dass man plündern kann. Eben, dass man Krieg führen kann. Weil, wovon sollen die Nomaden leben? Es war nun mal ihr Lebensstil zu plündern, vielerorts auf der ganzen Welt. Das ist geschichtlich einfach so. Und dann braucht man natürlich eine Religion, die dazu passt. Und das wussten Philosophen in der Vergangenheit schon lange, dass der Islam
bedenklich ist in der Hinsicht, dass der Koran diese ganzen Passagen enthält, die eben Krieg ermöglichen. Und eben, es ist auch bekannt, dass der Islam mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Das heißt, in den Medien haben wir systematisch Leute, die Islamkritiker mundtot machen, die unkontrollierte Einwanderung aus dem Raum befördern. Dann ist doch vollkommen klar, da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Und dann ist klar, was das Ziel dieser Leute ist. Und dann wird auch die Bedrohlichkeit dieser Leute klar. Jetzt Corona ist wieder nur eine neue Möglichkeit, die Leute zu drangsalieren und Demokratie abzuschaffen. Aber das hatten wir in der Vergangenheit die ganze Zeit. Die ganze Zeit wollen sie die Leute machen, mundtot machen, die die Dinge vertreten, die die Demokratie stabilisieren. Jetzt bei Corona ist es wieder nur eine neue Spielart. Und bei der AfD, Björn Höcke, nimmt diese Leute einfach nicht ernst genug. Er hat keine Themenlenkung betrieben in den Interview. Er hat die Medien behandelt wie eine neutrale Instanz. Und damit gibt man dem Interviewer viele mächtige Karten in die Hand. Weil wenn man den Interviewer als neutrale Instanz akzeptiert, dann gesteht man ihm die Themenlenkung zu. Dann ist es so, der Interviewer fragt und Höcke antwortet. Und der antwortet so lang, wie der Interviewer es will. Das heißt, der Interviewer ist sozusagen der Chef. Ist wie eine richterliche Instanz, vor der Björn Höcke bestehen muss. Es ist aber so, dass Björn Höcke ist frei in dem, was er sagt. Er muss das nicht akzeptieren. Und er kann es den Leuten zeigen, warum er es nicht akzeptieren muss, indem er das unfaire Verhalten in der Vergangenheit und am besten aktuell im Interview beleuchtet. Ein Beispiel ist die Tatsache, das hat Björn Höcke schön geschildert, mit den Tests, dass hier aktuell die Stimmung angeheizt wird mit Corona, mit dem Lockdown, weil es ja angeblich mehr Infizierte gibt. Und Björn Höcke hat richtigerweise festgestellt, es wird einfach viel mehr getestet. Dadurch hat man mehr Falsch-Positive und dadurch hat man plötzlich gegen die Infizierten hoch. Video gesehen, nee. Haben Sie mir erklärt, dass Corona vorbei ist. Gleichzeitig steigen die Zahlen weiter an. Die Zahlen steigen nicht weiter an, Herr Sengel. Ich muss Sie korrigieren. Also Zahlen sind ja viel im Umlauf. Mhm. Und wenn man den Faktencheck macht, dann wird man erkennen, dass wir im Augenblick etwa 100.000 Testungen am Tag in Deutschland haben. 100.000 mhm. Testungen. Der Standardtest, der durchgeführt wird, der hat eine Falsch-Positiv-Meldung von etwa 2%. Mhm. 2% von 100.000 sind 2.000. Wie sind die Zahlen des RKI im Augenblick? Genau. 1.000. Wir haben wahrscheinlich statistisch nur den Ausfluss von positiv falsch getesteten Menschen, Herr Sänger. Wir haben, Corona ist das vorbei. Und Corona wird auch nicht wiederkommen. Anders, ne? Das RKI sieht das im Moment ganz anders. Jetzt hätte Björn Höcke aber noch viel weiter gehen müssen. Er hätte ihn, den Interviewer, angreifen müssen. Wieso er das denn den Bürger nicht erklärt? Wieso jetzt Björn Höcke das dem Bürger erklären muss? Und dann sagt der Interviewer einfach, ja, das RKI sieht das anders. Der hätte Björn Höcke einhaken müssen. Ja, wo ist denn die kritische Betrachtung des RKI? Wieso gehen Sie dem nicht nach, dass das RKI irgendwelche Sterblichkeiten von 4% verbreitet, dann solche Dinge verbreiten kann, ohne dass die Öffentlich-Rechtlichen das kritisch hinterfragen? Das hätte er in den Mittelpunkt rücken sollen. Aber er hat einfach darauf verzichtet, er hat seine Antwort gegeben und dann hat er wieder dem Interviewer das Feld überlassen. Und dann hat er das zugelassen, dass er ihn dann wieder framet. Und wenn dieser Interviewer ihn framet, dann muss er die Aufmerksamkeit darauf richten, was dieser Interviewer macht. Es war ja schon am Anfang der Sendung so, dass sie Björn Höcke eine Falle gestellt haben. Sie haben die Sitze und die Tische, wo die Getränke draufstehen, so platziert, dass Björn Höcke nicht an seinen Platz gehen kann, ohne den Mindestabstand zu verletzen. Hallo, hallo. Hallo, Herr Sänger. Ich muss Sie Corona-konform außenrum bitten. Inshallah, würde Bodo Ramelow sagen. Ach, so. Das sind dieselben Rennfahrersitze wie beim letzten Jahr, ja? Ja, sie lassen sich manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? So. Aber wenn man sich einmal eingerichtet hat, dann geht's. Dienstag, der 25. August und damit herzlich willkommen hier im... Die Situation war merkwürdig. Das Interview begann nicht wie sonst, sondern der Interviewer saß schon und Björn Höcke kam und sollte sich jetzt dazusetzen. Und das war ganz offensichtlich so, dass Björn Höcke hätte dann den Tisch beiseite schieben müssen, um sich dann auf seinen Stuhl zu zwängen. Und selbst da wäre es knapp gewesen, den Mindestabstand zu verletzen. Das heißt, hier hat Björn Höcke nicht richtig aufgepasst. Man muss immer ganz scharf sein. Sie hatten natürlich das Ziel, Björn Höcke als Trampel hinzustellen, der sich um die Gesundheit nicht schert, der den Mindestabstand nicht einhält. Es ist ja immer noch so, es gelten die 1,50 Meter
Und hier haben sie Björn Höcke vorgeführt, seht her, dieser Politiker hält sich nicht an die Maßregel 1,50 Meter. Natürlich ist es so, dass Björn Höcke diese ganzen Regelungen kritisch sieht. Aber man muss dran denken, die ganzen Leute sind von den Altmedien beeinflusst und sie denken jetzt immer noch, der Mindestabstand, er muss unbedingt eingehalten werden, sonst ist die Gesundheit gefährdet. Das ist der Wissensstand der Leute. Und deswegen muss Björn Höcke aufpassen. Er hätte das auch gegen die Altmedien verwenden können. Er hätte sozusagen stehen bleiben müssen vor dieser komischen Runde und sagen sollen, ja, was ist das hier? Ich kann hier mich nicht hier hinsetzen, ohne den Mindestabstand zu verletzen. Wenn er das gemacht hätte, dann wären die Altmedien bloßgestellt gewesen. Ich stehe dann auf, gehe zur Seite. Und diese Falle hätte dann auch Björn Höcke wieder erwähnen können, im Interview selbst. Björn Höcke muss auch hier die Bereitschaft haben, oder er muss den Willen haben, diesen Mann und die Berichterstattung bloßzustellen. Was er jetzt macht, da kommt er am schlechtesten raus, der Interviewer. Das waren die ganzen Leute Zeuge. Und auch am besten das, was die Medien in der Vergangenheit gemacht haben. Er muss auch die Bereitschaft dazu haben, dass er dem Interviewer so sehr auf die Füße tritt, dass dieser von sich aus das Interview abbrechen will. Es war ja damals so, im ZDF vor einem Jahr, da haben sie Höcke dazu gebracht, mit dieser einseitigen Themenlenkung, mit dem Rechtsextremismus. Da haben sie, beziehungsweise sein Berater, er hat dann gesagt, man soll das beenden und Björn Höcke hat dazugestimmt. Da stand Björn Höcke wie der Feigling da, der sich den Fragen nicht stellt. So wurde er dann geframed vom ZDF. Wobei es vielleicht, man kann sich darüber streiten, ob es ein guter Schachzug war, das Interview abzubrechen. Aber er hätte viel besser reagieren können. Er hätte in dem Interview damals den ZDF-Interviewer für seine Themenlenkung bloßstellen können. Hätten sagen können, ja, sie bringen hier die AfD durch die ständige Wiederholung mit dem Thema, bringen sie die AfD in Verruf, da verankern sie das psychologisch bei den Leuten, das ist eine bekannte Werbestrategie. Werbe wollen auch nicht ihr Produkt mit den negativen Assoziationen verbunden haben. Ist ja auch so, dass Politiker sich immer von einem schönen Hintergrund ablichten lassen. Das hätte er den ganzen Leuten erklären können, natürlich mit dem, wenn er das Wissen gehabt hätte, dass hier das ZDF gegen ihn arbeitet. Das wäre, wie das ZDF das macht, wie das ZDF ihn negativ framed, den Leuten. Hätte er das Interview nicht abbrechen können, dann wäre es hochnotpeinlich gewesen für den Interviewer damals. Da hätte er ihn bloßstellen können. Einfach indem er beleuchtet, was das ZDF hier macht. Und genauso muss er eben auch diese kleinen Finten entdecken. Dieser Interviewer hat es jetzt probiert. Sie haben jetzt diese Rechtsextremismus-Schiene, das machen sie jetzt nicht mehr. Sie achten jetzt darauf, dass man ihnen nicht den Vorwurf machen können, sie betrieben eine einseitige Themenlenkung. Das hat aufgehört, seit Jörg Meuthen, das hat anscheinend bei der AfD die Runde gemacht. Vielleicht haben Videos von mir dazu beigetragen, wäre ja natürlich schön für mich als Bestätigung, dass es sich lohnt, das zu machen. Aber egal, wie auch immer, hat Jörg Meuthen das mit der Themenlenkung angesprochen. Mit den 12 Minuten. Dass 12 Minuten Rechtsextremismus kam im letzten Interview und dass es jetzt schon wieder Ewigkeiten geht. Und das haben die damals vor dem Interview angesprochen. So ist es. Schönen guten Abend. Jörg Meuthen hat sich vorhin bitterlich beschwert, dass wir ihn so ausführlich zum Thema Rechtsextremismus befragt haben. Ging aber nicht anders. Der parteiinterne Streit um den Ausschluss des Rechtsextremisten Kalbitz verhindert nun mal viele andere Debatten in der AfD. Trotzdem haben wir mit Jörg Meuthen auch über Corona, über Rentenpolitik und darüber gesprochen, ob es nächstes Jahr einen AfD-Kanzlerkandidaten braucht. Unser ARD-Sommerinterview. Wissen Sie, wie viele 1000 Facebook-Kommentare wir pro Tag haben? Haben Sie eine Vorstellung? Und mit Verlaub, was hier aber gemacht es ist erstaunlich, wird, dass Sie dann genau nach dem Mord entfernt wurden und vorher aber nicht. Mit Verlaub, ich bin nicht Administrator unserer Facebook-Seite. Was ich hier ziemlich unanständig finde, ist, es wird wieder in dem ganzen Interview, das wir bis jetzt geführt haben, ich muss Ihnen das mal sehr kritisch sagen, permanent die AfD mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Haben wir, das Interview ist vielleicht 10 Minuten am Laufen, haben wir schon über ein einziges politisches Thema gesprochen. Rechtsextremismus ist ein politisches Thema. Wie wäre es denn mal mit den Themen, die sich im Moment zutragen, was gerade in Brüssel passiert, wo 57 Milliarden versenkt werden? Was wäre mit Corona? Da sagt man dazu, hört man bei uns nichts und so weiter. Wir sprechen sofort über Corona. Ich möchte gerade darüber sprechen, dass Sie, da möchte ich Sie auch nicht weglassen, dass man durchaus Sie als Parteivorsitzender ja auch fragen kann, warum wird Ihre Facebook-Seite nicht so überprüft, dass solche Hasskommentare, die offen zu Mord aufrufen, da solche Kommentare da stehen bleiben. Herr Köhr, auch auf meiner eigenen Seite sind manchmal Kommentare, die durchrutschen. Ich habe auf meiner eigenen Seite tausende von Kommentaren pro Woche, tausende.
Und natürlich sitzen da Leute dran, die das bereinigen. Manchmal rutscht etwas durch. Dass das völlig inakzeptable Äußerungen sind, ist doch völlig außer Zweifel, müssen wir nicht drüber sprechen. Dass so etwas auf Facebook und überhaupt in sozialen Medien nicht zu suchen hat, geschenkt, sind wir uns alle einig. Dass bei der Frequenz, bei der bei uns Kommentare geschrieben werden, ob etwas durchrutscht, ist ein Vorgang, den gibt es und den wird es bei anderen ganz genauso geben. Dann reden wir über das Sachthema Corona. Das hat ja mehrere Verfassungsschutz ja durchaus auch glauben, dass er jemanden als rechtsextremistisch einstuft. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Rechtsextremismus. Merken Sie das? Als gäbe es keine Sie anderen haben, Sie haben über die AfD in Sachsen-Anhalt gesprochen und gesagt, dass dort keine Flügelleute sind oder wenig Das habe ich nicht gesagt. Sind. Ich habe gesagt, da gibt es keine Rechtsextremisten. Das ist etwas sehr anderes. Das ist, und dass da Menschen sind, die den Flügel angehört haben, ist völlig legitim. Das ist auch überhaupt kein Problem. Es geht ja hier nicht darum, Herrn Haldenwang zu gefallen. Und dann ist mir aufgefallen, seitdem haben sie es gelassen mit der einseitigen Themenlenkung. Weil es anscheinend, sie haben gemerkt, es ist jetzt den AfD-Leuten aufgefallen. Oder einigen AfD-Leuten ist aufgefallen. Dann wollen sie eben nicht, dass die AfD-Leute in Zukunft des Interviews sagen, sie betreiben hier eine einseitige Themenlenkung. Und seitdem machen die Leute es nicht mehr. Und nur deswegen, um den Vorwurf nicht entgehen zu können, um dem Vorwurf zu entgehen, man betreibe eine einseitige Themenlenkung, deswegen wurde keine einseitige Themenlenkung betrieben von dem Interviewer hier. Aber trotzdem hat er natürlich probiert, mit Fallen, wie am Anfang mit dem Stuhl, Björn Höcke heimlich Fallen zu stellen und ihn schlecht aussehen zu lassen. Björn Höcke muss diese kleinen Fallen erkennen und muss es so weit treiben. Er muss den Willen haben, den Interviewer dazu zu bringen, das Interview abzubrechen, verzweifelt. Björn Höcke muss natürlich immer freundlich bleiben. Er ist nicht aggressiv im Tonfall. Er ist aggressiv in der Themenlenkung, indem er die Themen spielt, die diesen Mann und die Altmedien blamieren. Und das muss er systematisch machen. Und wenn er ihn auf frischer Tat ertappt, wie mit den Stühlen oder auch bei anderen Dingen, wie mit Corona, ist es umso besser. Und wenn er diese Themen spielt, dann kann er auch begründen, dass er diesen Journalisten nicht als journalistische Instanz akzeptieren kann, dem er die Themenlenkung zugesteht, sondern dass er hier mit einem politischen Gegenspieler argumentiert. Das heißt, da muss er diese Rolle, das muss er aber auch den Leuten deutlich machen. Das ist hier kein normaler Journalist, der probiert mich schlecht zu machen. Deswegen gestehe ich ihm nicht die Themenlenkung zu. Deswegen betreibe ich hier meine eigene Themenlenkung. Weil dieser Mann eine einseitige Themenlenkung betreibt und sie, die Bürger, über viele Dinge nicht informiert. Und deswegen muss ich, Björn Höcke, das übernehmen und muss sie, die Bürger, informieren. Wichtig ist natürlich auch die Vorbereitung. Dass man sich gut vorbereitet, auch mit der Arbeit des MDR, wie der MDR berichtet hat, überhaupt mit der Arbeit der Altmedien, um dann den Journalisten damit zu konfrontieren. Dass man alles, diese ganzen Verfehlungen der Vergangenheit abrufen kann. Wiederholung ist ein wichtig, auch wenn die Leute vielleicht schon wissen, zum Teil, aber zum Teil wissen sie es nicht. Die Altmedien probieren das klein zu halten. Wiederholung spielt auch eine große Rolle. Bei der AfD ist ja der Rechtsextremismus wird dauernd wiederholt. Dadurch ist der Frame stark. Dadurch verankert sich das bei den Leuten. Und genauso müssen es die AfD-Leute machen, dass sie eben diese für die Altmedien negativen Dinge spielen. Wiederholen, auch immer wieder, soweit sie es können. Aber zumindest einmal erwähnen im Interview die negativen Dinge. Was oft erwähnt wird, ist wichtig. Unterbewusst bei den Leuten. So wurde ja das Klimathema gehypt. Immer wieder Klima, Klima, Klima wurde für den Medien gespielt. Dadurch war es für die Leute wichtig. Das Thema, das vorkommt in der Öffentlichkeit, das ist wichtig. Und deswegen darf Höcke sich nicht in die Defensive drängen lassen, sodass die ganze Aufmerksamkeit auf die Schwächen von ihm gelenkt werden. Es ist ja in Ordnung, darauf einzugehen. Aber es darf nicht so sein, dass nur die Schwächen der AfD beleuchtet werden und dann von den Altmedien oder von den Altparteien gar nicht. Das probieren ja die Altmedien. Die probieren ja die eigenen Schwächen und die Schwächen der Altparteien und links liegen zu lassen und den ganzen Fokus auf die Schwächen der AfD zu richten. Das darf Björn Höcke nicht zulassen. Er muss eben diese Themenlenkung betreiben und den Leuten aufzeigen, dass die Journalisten eben keine Journalisten sind, sondern politische Aktivisten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.